Jawohl, hallohl. Dirürürü, moin. Willkommen zurück zu Portal Stories Mel. Ja, geil. Moin. Die letzte Aufnahme ist für mich schon ungefähr 3 Monate her oder so ähnlich. Das heißt, ich weiß gar nicht, was hier Phase ist. Und damit ich hier am besten wieder reinkomme, springen wir erstmal in den Tod. Geil. Ja, moin. Es freut mich, dass es jetzt weitergeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was hier in diesem Raum, in dem wir gerade sind, eigentlich gefordert war. Und, okay, ich spawn direkt wieder hier. Also, warte mal, da müssen wir mal gucken. Da muss ich da wahrscheinlich hin. Ist das eine Portalfläche? Nö. Nee. Ist hier oben was? Da ist was. Moin. Gehen wir mal da lang. Ja. Ich freue mich ja, dass jetzt mittlerweile hier das tatsächlich richtige Portal-Rätsel, kann man so mehr oder weniger, sind. Musik ist aber ein bisschen was laut, ne? Kann man da mal ein bisschen runter? Das ist ja nicht richtig so. Hier, so. Viel besser. Ja. Wow. Obacht. Okay, also, pass auf. Wenn wir uns volles Met hier rausschleudern lassen, kommen wir da rüber. Da ist die Tür und wir brauchen da einen Würfel. Okay. Okay. Wahrscheinlich muss ich nochmal zum Eingang zurück. Ich habe sogar den letzten Part extra nochmal nachgeguckt, was ich da so gemacht habe. Damit ich auch jetzt wieder voll drin bin. Also ich bin richtig gut vorbereitet. Also schauen wir mal. So komme ich nämlich wieder zurück, glaube ich mal. Jawohl. So, und einen Würfel gab es hier drüben. Das bedeutet auf gut Deutsch, ich müsste wahrscheinlich... wie bringe ich denn den Würfel hier raus? Das ist eine Tür, ne? wenn ich den hier raufnehme, dann geht die Tür zu, ne? Genau. Okay. Aber hier ist eine Portalfläche. Warte mal, gab es hier nicht auch blaue Zoos? Blaue Zoos? Ja, wow. Nicht so fix, bitteschön. Wenn ich also jetzt hier einmal ordentlich raussoße, dann kommt da drüben die blaue Soße an. Da kommt die Soße richtig raus. Und dann kann ich hier durch. Achso, Moment, jetzt habe ich natürlich Unsinn gemacht. Aufhören. Achso, falsche Taste. So, jetzt. Wir müssen natürlich dieses Portal dorthin platzieren, sonst macht das ja alles herzlich wenig Sinn. Und jetzt muss ich da auch noch irgendwie... Och, das ist doch immer wieder scheiße hier. Jetzt sind wir drüben. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Würfel. Das erinnert aber nichts daran, dass wir noch irgendwie da oben rausgeschleudert werden wollen. Aber schauen wir erstmal. Jetzt können wir da wieder rüber. Uhuhu. Also ideal wäre es, wenn wir hier ein Portal setzen würden. Und das andere quasi da oben. Ja, sehe ich das richtig? Ich gehe nochmal hier raus. Also im Prinzip hier ein Portal und eins hier. Ja, ist doch voll billig dann. Dann ist das ja gar kein Problem. Dann kann ich doch jetzt... Ach so, doch, es ist ein Problem. Moment. Das war jetzt blöd. Ich muss ja erstmal irgendwie da oben das Portal lassen und dann da hinkommen und wieder zurückkommen. Also ich habe irgendwie ein Portal zu wenig für meinen Geschmack. Aber... Warte mal. Kann ich von da unten, da oben auch eine Portalfläche setzen? Mal gucken. Nee, da ist so eine senkrechte Wand. Das ist ja frech. Aber doch, das müsste gehen. Hier komme ich doch ran, ne? Genau. Und da würde ich jetzt gerne irgendwie die blaue Soße hinlaufen lassen. Also von da... hat das jetzt nicht getroffen. Von hier. Na? Komm schon. Ja, okay, gehen wir da nochmal hin. Und dann müsste halt auch der Würfel auf dieser Fläche liegen. Dann müsste das doch aber eigentlich gehen. Oder sehe ich das falsch? Weil dann könnte ich da oben so rumjumpen und dann könnte ich dort eben durch ein Portal zurück und das wäre voll der Traum. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Zack. Jetzt muss ich hier nochmal rüber erstmal. Ganz klar. Whoop. So. Da oben muss ein Portal hin. Und das andere muss quasi da unten... Ja, vielleicht kann man das von oben besser anziehen. Schauen wir mal. Hallo. Dankeschön.
Kommt man davon hier besser ran? Ja, sieht besser aus, ne? Ja. Seht ihr, jetzt habe ich nämlich hier Matschepampe. Da drüben übrigens auch. Keine Ahnung, warum ich die brauche, aber hier vor allen Dingen. Und kann jetzt hier quasi wieder zurück. Und das ist im Prinzip mein kleiner Jugendtraum. ich muss nur jetzt irgendwie nochmal... Warte, wo war das jetzt? Orientierung schon wieder eingebüßt hier. Erstmal gemütlich hinsetzen hier. Ich spiele hier Portal. Können wir da? Ja, Wunderbärchen. Dann können wir doch hier raus jetzt. Und jetzt ist da drüben noch das orangene Portal an der Stelle, wo es hingehört. Und jetzt kann ich mit dem Würfel darüber fliegen, oder sehe ich das falsch? Gucken wir mal. Ja, theoretisch sehe ich das richtig. Ich muss es nur noch treffen. So nicht. Oh, nö, wenn man jetzt immer, wenn man nicht trifft, muss man den ganzen Scheiße da nochmal machen. Das ist ja wohl nicht richtig. Das gefällt mir ja gar nicht so. Naja, doch, eigentlich gefällt mir das schon. Das ist eine ganz coole Kammer. Die war jetzt auch irgendwie nicht so schwierig, oder? Wenn das schon war. Wenn ich es erstmal geschafft habe. Vielleicht sollte ich erst dann über den Schwierigkeitsgrad dieser Kammer urteilen, wenn ich sie tatsächlich geschafft habe. Also jetzt mal mit Zielgenauigkeit. Kinder, das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen anstrengend hier, dieser ganze Mist. Ja doch, das ist richtig. Hier brauche ich gar keine Soße. Also da drüben meine ich, brauche ich keine Soße. So, kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier mal den richtigen Sprung mache. Das ist auch immer so, dass ich in Portal in erster Linie an Sprüngen oder sowas scheitere, ne? Also an so Dingen, die eigentlich nicht das Spiel ausmachen. Das finde ich schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Da bin ich wohl zu scheiße für. So, jetzt aber komm. Genau in der Mitte muss man da sein. Aber ich dachte, ich wäre genau in der Mitte gewesen. Oh Lord. Jetzt habe ich es auch noch falsch gesetzt hier. Meine Güte. Sweet Jesus, warum machst du das mit mir? So, da wieder das Ding. Und jetzt sitzen wir. Können wir uns hier irgendwie eichen und nicht erst im Flug merken, dass wir falsch stehen? Sieht doch ganz gut aus. Nee. Das sieht schon besser aus. So vielleicht. Ja, nee, ich weiche irgendwie immer so ein Stück nach links ab. Jetzt? Och, Kinas. Ja, und sonst so. Ich weiß auch schon, wie ich den Paten nenne. Und nächster Versuch. Ne, warte, war das jetzt richtig? Ja, ne? Nee, Moment. Ja, doch, das war richtig. Also, jetzt noch ein Versuch. Und noch einer und noch einer, weil es so viel Freude bereitet. Nein, immer noch. Wir sind immer noch in der falschen Richtung gedreht. Yeah! Geil! Jetzt können wir hier durch. Alright, oh, hold up a second, Mel. I don't think you're that stupid that you're going to fall for this anymore. I'll be blunt now. I'm not Cave Johnson. This isn't the 1950s. Everyone you knew and loved is dead. And now you're stuck here in Aperture Science, down with the trash. Like me. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew, but whatever. However, I can get us out of here. If you're willing to let a voice in the sky who just told you he was lying the entire time he was talking to you control nearly every movement you make. Is that okay? I'll just take your silence as a yes. Oh, right. You can't answer me. Just do what I say and you'll be fine. Okay? Okay. Voll der Plot-Twist. Naja, nicht ganz. Man hat das irgendwie schon mitbekommen. Okay, die Kammer ist wohl doch noch nicht fertig. Hier geht es noch weiter. Oh, das ist jetzt schon die nächste. So fließender übergangsmäßig. Okay, wenn ich da drauf drücke, geht diese Barriere weg.
Wenn ich mir hier einen runter hole, kriege ich einen Würfel. Den kann ich theoretisch... Wow, bitte nicht in den Abgrund springen. Aber warte, hier kann ich doch bestimmt... Nö. Aber sonst wäre das möglich gewesen. Okay, dann gehen wir erstmal hier durch und gucken, was hier so ist. Wenn ich hier drauf drücke, ist die Barriere weg. Okay. Wo soll denn dieser Würfel überhaupt langfristig hin? Das wäre doch mal ganz gut, das zu wissen. Wo muss ich hier gerade hin? Was wollen sie jetzt schon wieder von mir? Hä? Also, warte mal. Ich kann hier Soße rausholen. Und irgendwo kann ich die bestimmt... Ja, ich kann die zum Beispiel da drauf schmeißen. Und jetzt kann ich bestimmt dadurch... Darüber, genau. Das bringt mir allerdings noch nicht so viel, denn tatsächlich muss ich ja... hier einen Würfel mit hier mitbringen, genau. Wie schalte ich denn diese Portalfläche, diese Barriere aus? Ah, okay, so. Das heißt, langfristig will ich, dass der Würfel hier rumtanzt und ich mache schnell diese Portalfläche aus und diese Barriere aus und freue mich. Ja, okay, schon mal das Grundkonzept ist schon mal klar. Kann ich hier runter? Ja. Okay, dieser Würfel, wie tanzt der denn am besten? Also die erste Portalfläche muss natürlich direkt da drunter, damit der Schwung hat. Dann wird wahrscheinlich die zweite dahin gelegt. Damit der hier rüberfliegen kann. Aber dafür müsste dort natürlich eine gewisse Menge an Sprungflüssigkeit sein. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz meine Portale löschen. Genau, und das mache ich, indem ich diese Barriere einfach erstmal durchgehend offen lasse. Weil dann kann ich mir von hier blaue Soße holen und die dort drüben verteilen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Genau. Dann fliegt mir dieser Würfel hier rüber und ich freue mich. Ah ja, dann ist das ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm. So, jetzt können wir dort wieder einen Knopf drücken. Hallo? Ja, und jetzt haben wir den Würfel da drüben. Das war noch nicht so kompliziert. Die erste Kammer war schwieriger, oder? Ich war da einfach blöder. So, und jetzt müssen wir einmal hier durch. Wahrscheinlich muss das Ding jetzt hier liegen bleiben oder so was. Na doch, jetzt bin ich noch nicht ganz sicher, was die hier von mir wollen. Ich kann jetzt hier durchfliegen, theoretisch, aber wie kriege ich den Würfel da hinterher? Ich könnte jetzt einen neuen Würfel spawnen. Und ich könnte jetzt irgendwelche lustigen Portale setzen. Knallt denn der Würfel hier voll gegen? Wenn das der Fall wäre... Warte mal, hier so... Ja, ich glaube nicht. Weil wenn der hier voll gegenknallen würde, könnte man ihn theoretisch da oben rausbumpen lassen und wäre glücklich. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber wir können es natürlich mal probieren. Ach so, das war so genau. Moment. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Kann sein, dass ich das Portal jetzt blöd gesetzt habe? Oder was? Hä? Hallo? Wieso macht er jetzt so einen Unsinn? Na, jetzt hätte es geklappt. Och, meine Güte. Ja, der knallt da nicht voll gegen. Also das kann nicht der Sinn der Sache sein. Okay. Aber wir können den hier drauflegen und diese Barriere da löschen. Und damit können wir theoretisch natürlich einen Würfel hier rüber fliegen lassen, indem wir einfach dort ein Portal setzen und dort oben. Ja. Das Problem ist nur, ich muss da zuerst hin. Ah, ich hätte eine Idee. Warte mal.
Jetzt machen wir das Portal dahin. Und jetzt fliegen wir hier rüber. Die Portale werden gelöscht. Aber ich kann ein neues Portal dort setzen. Und ein neues Portal dort. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich den Würfel da weg? Wenn der neu spawnen würde, das wäre jetzt super, aber... Muss ich da jetzt ein Timing machen, oder wie ist das? Nee. Moment. Tatsächlich reicht es ja, wenn ich das Portal hier gesetzt habe, kann ich ja erstmal den Würfel hier wieder löschen. Ach Quatsch. Das war natürlich jetzt Unsinn. Das war jetzt richtiger Unsinn, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, die Idee war trotzdem nicht ganz falsch. So, nochmal. Genau, ich nehme diesen Würfel hier. Ich setze dort ein Portal und dort. Oder setze dort erstmal noch kein Portal. Ist auch egal. Ich kann jetzt den Würfel dort löschen und kann selber darüber. Und der Würfel wird immer wieder neu spawnen, genau. Ach nein, aber... Dann fliegen die Portale ja weg. Okay, aber wenn ich zuerst da reingehe, müsste das funktionieren. Wenn ich da zuerst reingehe... Ist das so eine Timing-Sache? Wahrscheinlich wieder. Also muss ich einfach nur schnell genug sein. Ja, okay. Man muss natürlich schon auf den Knopf drücken. Jetzt drauf. Wunderbar. Aber doch, auch die Kamera gefällt mir gut. Ich bin jetzt ganz froh mittlerweile. Am Anfang war Portal Stories Mel ja so ein bisschen, nicht das, was ich als Portal verstehe. Aber mittlerweile, das hier sieht doch schon wieder ganz gut aus. So, jetzt setzen wir das dahin. Nee, warte mal. Das ist doch immer noch Quatsch. Das ist immer noch nicht ganz sinnvoll, was ich hier mache, glaube ich. Wenn ich jetzt hier reingehe und den Knopf direkt nach mir drücke, könnte es funktionieren. Also in dem Moment, in dem ich reingehe, drücke ich diesen Knopf. Nee. Das müsste schneller gehen, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist. Aber ich kann hier oben ein Portal setzen. Das bedeutet, der Würfel muss theoretisch... Nee, das geht nicht schnell genug. Oh je, Kinders, ich bin schon wieder überfragt hier. Aber ich denke, für heute reicht's auch langsam. Der Part ist ein bisschen später gekommen als sonst, weil ich den wirklich heute am Freitag selbst noch aufgenommen habe. Okay, so wollte ich das eigentlich auch nicht. Aber sieht auch lustig aus hier. Morgen geht's weiter, denke ich. Dann hoffe ich, dass wir das Rätsel lösen. Bleibt auf jeden Fall dran, das wird noch spannend und lustig hier. Ich freue mich, wenn der ein oder andere von euch auch einen Kommentar da lässt oder eine positive Bewertung, da lässt. Und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis dahin, euer Scully, der Rally. Moin!